kam, warum ist dein Pokémon mit den Typen Feuer und Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Kamaup. Dabei kann es seit der sechsten Spielgeneration eine Mega-Entwicklung zu Mega Kamerupt vollführen. Kamerupts Körperfarbe ist rot, auf der linken und rechten Seite befindet sich jeweils der drei blaue Kreise. Es besitzt eine graue Schnauze, dunkelgraue Hufe und am Kopf wachsen drei Haarbüschel. Durch seine zwei grauen Vulkane in Form von Höckern erinnert das Pokémon an ein Trampeltier. In seinem Körper fließt glühend heißes Magma, welches alle 10 Jahre ausbricht, wenn Kamerupt sehr wütend ist. In der Shiny-Form wird die rote Färbung des Körpers durch ein violettes Blau ersetzt. Kamerupt ist ein langsames Pokémon, das sich jedoch durch seine Stärke auszeichnet. Es beherrscht sowohl spezielle als auch physische Attacken und greift seinen Gegner hauptsächlich mit Feuerattacken wie Eruption oder Funkenflug an, indem es sie mit Magma aus seinem Höcker oder berstenden Feuerblasen trifft. Das Pokémon kann auch Attacken anderer Typen erlernen, so zum Beispiel Erdbeben, oder auch durch den Einsatz von Bodycheck sein hohes Gewicht nutzen, um den Gegner mit voller Kraft zu rammen. Indem es Feinde in Gebirgsspalten wirft, kann es sie außerdem durch die K.O.-Attacke Geofissur mit einem Schlag besiegen. In seiner Mega-Form verfügt es über die Fähigkeit Rohe Gewalt, welche seine enorme Stärke widerspiegelt und seine Attacken, falls sie einen Zusatzeffekt besitzen, verstärkt dafür jedoch auch auf diesen verzichten. Ansonsten besitzt er in seiner normalen Form die Fähigkeiten Magma-Panzer, Felskern und die versteckte Fähigkeit Kurzschluss. Kamerupt ist ein zähes Pokémon, welches in Gebirgen und Kratern von Vulkanen lebt. Im Höcker seines Körpers brodelt glühend heißes Magma, welches Temperaturen von bis zu 10.000 Grad erreichen kann. Dieser Höcker entstand aus einer Transformation seiner Knochen und ähnelt einem Vulkan. Alle 10 Jahre oder wenn das Pokémon sehr wütend ist, bricht der Höcker aus und verspuckt das heiße Magma. Diese Eruptionen in seinem Körper beschäftigen einige Forscher. Dabei ist Kamerupt der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Kamaup. Die äußere Erscheinung dieses Pokémon ähnelt in beiden Entwicklungsstufen einem Kamel. Kamaups Körper ist gelb, auf dem Rücken befindet sich wie bei einem Dromedar ein Höcker. Nach der Entwicklung erhält das Pokémon einen zweiten Höcker in Form von Vulkanen und ähnelt somit mehr einem Trampeltier. Der Körper färbt sich rot, die Statur wird kräftiger und bedrohlicher, der naive Blick Kamaups wirkt nach der Entwicklung aggressiv. Und wenn es richtig wütend wird, kann dieses Pokémon 10.000 Grad heißes Magma durch seine Höcker verspucken. In seiner Mega-Entwicklung bilden sich die zwei Vulkane auf dem Rücken wieder zu einem großen. Dieser ist umringt von dunkelgrauen Steinen. Das Fell nimmt eine kegelähnliche Form an, was es wie eine Verlängerung des Vulkans wirken lässt. Zwischen den Augen ist eine dunkelgraue Verzierung in Form des Buchstaben M zu sehen. In den Spielen wird die Entwicklung von Kamaup zu Kamerupt auf Level 33 ausgelöst und die Mega-Entwicklung seit der 6. Spielgeneration durch einen Kamerupt-Need. Und mit der Typenkombination ist Kamerupt immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Käfer, Stahl, Feuer und Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und vierfachen Schaden gegen Wasserattacken. Hat das Pokémon die Fähigkeit Felskern, wird der Schaden von sehr effektiven Attacken um 25% reduziert und ansonsten machen alle anderen restlichen Attacken normalen Schaden.